nicht eine direkte Reaktion gegen eine äußere Notlage sind, sondern eine solche erzeugen. Haben Sie dafür ein Beispiel? Ja, also zum Beispiel in allen kritischen Phasen des Lebens, also sagen wir einmal in der frühen Kindheit, im Adoleszenzalter, wenn man heiratet oder einen Beruf ergreift, zur Zeit der Lebenswende, also nach dem 36. Jahr, so bis 40, bei den Frauen im Klimakterium und bei den Männern bei so zwischen 50 und 60, da kann es zu psychischen Situationen kommen, die nicht übersehen werden. Ich war zum Beispiel, kann ein junger Mann sich ja noch nicht so kennen, dass er genau weiß, wie er eigentlich fühlt oder was für einen Beruf er ergreifen sollte. In diesem Fall, wenn das dann zu einem Problem wird, das ihn quält, können dann Träume eintreten, eben Instinktreaktionen, die ihm zeigen, wie er eigentlich fühlt oder was er eigentlich möchte. Wenn Sie Biografien lesen und so, können Sie da diese Sachen leicht finden. Zum Beispiel, das 36. Jahr ist für viele Männer ein sehr kritisches Jahr, weil da eine große Veränderung stattfindet, von der er nichts weiß. Nämlich, die Sonne wendet sich zum Abstieg. Und dann kann sich seine Weltanschauung in einer merkwürdigen Weise verändern. Also nehmen Sie zum Beispiel Nietzsche, da kommt der Zarathustra. Fechner zum Beispiel wird zu einem mystischen Philosophen und so weiter. Ich habe es auch mir selber erfahren, wie diese zweite Lebenshälfte, die ganz ungeahnt ist, eingeleitet wird durch Träume. Es gibt dann oft also Träume, die fast wie Präkognitionen sind, die voraussehen, wie sich in der Zukunft entwickeln wird. Das ist aber nur die Manifestation der ursprünglichen instinktiven Anlage. Einer zum Beispiel hat vom Leben eine besondere Vorstellung, die auf Erziehung beruht etc. Und die ist zu eng. Und er ist aber nicht so eng, aber er weiß es nicht. Und dann hat er einen Traum vielleicht über ein viel weiteres Leben, über ganz andere Aspekte der Welt, an die er vorher überhaupt nicht gedacht hat. Und dann kommt es ihm in den Sinn, aha, das ist eine Möglichkeit. Ich habe bei mir selber, habe ich das gesehen, ich war lange Zeit in Zweifel, ob ich eigentlich Archäologie studieren sollte oder Geschichte und dergleichen. Und dann hatte ich aber einen lebhaften Traum oder zwei, die mein naturwissenschaftliches Interesse in die Schranken gefordert haben. Und die haben mich eigentlich bestimmt zur Naturwissenschaft. Das ist eigentlich doch eine Traumauffassung, die sich gar nicht auf die Freudsche Auffassung reimt. Ich denke hier ein Wort von Schnitzler, der sagte mal, wahrscheinlich in Nachfolge Freuds, Träume sind Begierden ohne Mut. Eine Auffassung des Traums, die doch rein vom Vergangenen ausgeht und nicht so in die Zukunft weiterreist wie die Ihre. Ja, meine Ansicht unterscheidet sich natürlich in dieser Hinsicht gewaltig von der ursprüngliche Auffassung Freuds, wo Träume hauptsächlich auf unerfüllte Wünsche zurückgehen, die nachts gewissermaßen ventiliert werden. Gewiss gibt es massenhaft solche Träume, die man mehr oder weniger befriedigend so erklären kann, aber das ist nicht die eigentliche Funktion der Träume. Ja, Träume sind normale Funktionen, sind normale Ereignisse, die zum menschlichen Leben gehören. Darum haben alle Primitive eine Hochachtung vor Träumen. Allerdings ist es immer vor ihren eigenen. Aber wenn der Häuptling träumt oder der Medizinmann, dann gilt es. Weil dort, also unter wirklich primitiven Umständen, der Traum noch eine soziale Funktion sogar hat. Der Rasmussen
in seinem Buch über die Polareskimos beschreibt zum Beispiel einen solchen Fall von einem Wetzin Man, der Eskimos, der aufgrund von Träumen seine Leute im Winter über das Eis der Baffins Bay geführt hat, nach Nordamerika, weil nämlich die Seehunde jenes Jahr auch ausgeblieben sind. Und dort haben sie dann die nötige Nahrung gefunden. Aber unterwegs fing die Hälfte des Stammes an zu zweifeln und sie kehrten zurück und die sind alle untergegangen. Während die Leute, die er führte, die sind am Leben geblieben. Dann gibt sich von dieser Ausgangslage her eigentlich ohne weiteres Einschluss für Psychotherapeuten. Ist es unbedingt nötig, den kranken Menschen, den seelisch kranken Menschen in ein produktives Verhältnis mit seinem Unbewussten zu bringen? Ja, ja, so. Der Therapeut steuert sogar darauf hin, dass eine Situation gefunden wird beim Patienten, die unlösbar ist. Also wo er selber bekennen muss, ich weiß den Ausweg nicht. Und der Therapeut selber weiß den Ausweg auch nicht. Das ist nun eine günstige Zuspitzung der Situation, in der nämlich das Unbewusste anfängt zu funktionieren. Dann kommt ein Traum, aus dem man dann etwas schließen kann, was weiterführt. Das sind Situationen, wo eben religiöse Träume auftreten oder Träume von weitreichender Bedeutung, was die Primitiven die großen Träume nennen. Ich möchte doch sagen, dass von dieser Erkenntnis her Kritik an unserer Kultur notwendig wäre. Ja, das ergibt sich allerdings in diesen individuellen Fällen. Denn die Leute leiden meistens daran, dass sie zu kurzweinige Auffassungen haben, einen zu beschränkten Horizont. Man denkt gar nicht an die Möglichkeiten, die auch noch sind. Und da braucht es oft Träume, dass die Leute darauf aufmerksam machen, was sie auch noch tun könnten oder was sie vernachlässigt haben. Dadurch kommt dann ein ganz neues Element in die Behandlung hinein. Zum Beispiel das, was ich sehr häufig sehe, sind intellektuelle Männer, sagen wir wissenschaftlich tätige Persönlichkeiten, die dadurch in Konflikt mit ihrem Leben geraten, dass sie zum Beispiel die Sphäre des Fühlens komplett vernachlässigen, ahnungslos sind in dieser Hinsicht. Und die kriegen dann eben Träume oder sogar Visionen. Ich erinnere mich immer noch an einen sehr bedeutenden Mann, der zu mir gekommen ist in einer vollkommenen Panik und mir erklärte, er hätte eine Vision gehabt und das kommt mir doch nicht vor.